Willkommen zurück bei Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part hat uns Herr Grossberg etwas ziemlich Erschreckendes mitgeteilt. Nämlich, dass er leider vor 15 Jahren eine Information verkaufte, da er wahrscheinlich etwas geldgierig war damals. Und heute ist es ihm natürlich peinlich, das ist klar. Aber da hat er vor 15 Jahren eine Information verkauft, nämlich die Information, dass die Polizei mit Hilfe eines Geistermediums einen Fall lösen wollte, es aber nicht schaffte. Und war das so? Ist schon ein bisschen verzwickt das Ganze. Aber naja, wir gucken mal, dass wir hier weiterkommen. Denn er hat uns die Information gegeben, dass wir uns noch in unserem Büro umsehen sollten, denn da sei noch irgendeine Information über den guten... Es ist seltsam hier zu sein. Dieser Raum scheint so normal. Schwer vorzustellen, dass hier Mord geschehen ist. Herr Grossberg sagte, dass es hier noch Hinweise gäbe. Vielleicht sollte ich noch einmal nachsehen. Er hat mir gesagt, dass hier ein paar Infos über... Das muss ich echt mal den Namen gucken. Das ist ja kein Mann, das ist ein Malkasten. Red, White von Blue Corp, genau. Das muss ich mir mal merken. Ich merke mir einfach mal seine lila Frisur, dann kann ich mir die Farben schon zusammenreimen. Da sind noch ein paar Akten sein. Ich denke, die werden hier wahrscheinlich sein. Ich guck mal. Untersuchen. Alle Fälle, an denen die Chefin gearbeitet hat, sind hier archiviert. Sind in alphabetischer Reihenfolge. Dann wollen wir mal sehen. Welche Akten soll ich mir denn anschauen? Vielleicht Red, das R von Red White wäre mal Akte J bis S. Oder wenn einfach nach Blue Corp sortiert wird, dann wird es bei dieser Akte sein und bei, keine Ahnung, ich gucke mal einfach mal alle durch, vielleicht ist dann irgendwas dabei. Gucken wir mal bei A bis I. Mal sehen, ob hier ein Fall ist, der mir weiterhilft. A, B, F. Misty Fay. Das ist Mias und Mayas Mutter. Stimmt, nach denen sollte ich auch noch suchen. Soll ich da wirklich reinschauen? Nö. Natürlich. Was fragst du denn so blöd? Ich habe den Namen Fay beschmutzt. Mit diesen Worten verschwand meine Mutter. Ich wollte diejenige finden, die meine Mutter zu diesen Worten getrieben haben. Mit der Gabe unserer Familie bin ich mit den Toten in Kontakt getreten. Schließlich erschien mir den Namen zweier Männer. Einer war Herr Grossberg, ein Anwalt, der das Wissen über meine Mutter teuer verkaufte. Dieser Drecksack, aber naja. Was geschehen ist, ist geschehen, das können wir nicht mehr rückgängig machen. Der andere war derjenige, der dieses Wissen an die Presse verkaufte. Dieser Parasit, dessen Vermögen auf Drohungen und Erpressungen basiert. Sein Name ist... Die Akte endet hier. Wahrscheinlich wird das Red White sein, schätze ich mal ziemlich stark. Also kannte mir Grossberg. Ich denke schon, dass sie ihn gekannt hat. Da die doch relativ gleich sind. Also ich denke, das müssten beide auf der gleichen Positionsebene sein, sage ich mal. Dass sie dann sozusagen Kollegen sind oder verfeindete Bros, keine Ahnung. So, mal gucken, was hier noch bei Akte J bis S drin ist. Ich glaube, da wird in jeder Akte irgendwas dabei sein. Mal sehen. J bis S. Nichts Besonderes hier drin. Vielleicht sollte ich einige Fälle mal überfliegen. Ja, flieg mal drüber. Naja. Es kann ja nicht schaden, ein bisschen herumzublättern. Der größte Batzen steht im Buchstaben S. Selbstmord? Oha. Sie hat eine Tarnung von Selbstmord berichten. Wir sind Politiker, Polizisten. Auf den meisten sind doch Bleistiftnotizen. Auf der Rückseite steht Fall DL6 Beweisstück B mit Bleistift geschrieben. Was haben wir da denn für einen Zusammenhang? White? Das ist Mias Handschrift. Moment. Ich hab's.
Mir dachte, er wäre in diese Selbstmorde verwickelt. Tja, das kann ich mir gut vorstellen, denn er verkauft ja einige Informationen für viel Geld und die Informationen sind nicht gerade Informationen, die man leicht hergeben will. Wahrscheinlich werden da schon einige Selbstmordgedanken gehabt haben und jetzt danach durchgezogen haben. Ich denke, der gute Grosper könnte das. Nein, das hat er nicht gemacht, er lebt er noch. Aber ich denke, mit dem Gedanken könnte er schon gespielt haben, denn es war schon eine ziemlich krasse Sache. Wenn er wegen seiner Geldgier der Polizei so stark in den Rücken fällt. Das ist echt ein fieser Sack. Weit trieb sie alle in den Selbstmord. Tja, das ist keine aktive Sterbehilfe, das ist in meinen Augen Mord. Ich kann diese Zeitungsausschnitte verwenden. Welche ist hier denn der auffühlendste? Zeitungsausschnitt Zögerrechtsakte hinzugefügt. Typ anders. Anderes. So, mal gucken, vielleicht steht irgendwas Interessantes drin. Was haben wir denn hier? Artikel über den Selbstmord eines Politikers. Darüber wurde das Wort White geschrieben. Kann man nicht erkennen, aber okay. Der DS-Grafik glauben wir mal. So. Dann noch die letzten Akten. Überprüfe mal. Jetzt guckst du mal bei T bis Z und es leckt. Ne, es leckt nicht mehr. Gut. T. U. Ich weiß. W. White. Der gesamte Buchstabe W fehlt. Hat jemand die Akten entfernt? Das ist sehr interessant. Ich glaube, da kann man jetzt nichts machen. Soll ich mir das Akt nochmal überprüfen? Ja, überprüf mal, wenn da noch was zu überprüfen ist. Ich guck nochmal bei A bis E, ich glaube, da wird nichts mehr sein. A, B, F, Misty Fay. Blablabla. Lesen wir, da wird wahrscheinlich dasselbe rauskommen, genau. Schließlich die zwei Männer, Grossberg und wahrscheinlich Red White, der Parasit. Und die Akte endet hier. Gut, da ist nichts mehr zu holen. Ich denke hier wahrscheinlich auch nicht. Das ist nur die Lieblingstopfpflanze. Schön, die kannst du dann später gießen. Oder besser gesagt, ich muss das tun. Ich vergesse immer, dass das so in Charakter sein muss. So. Was mache ich denn im Hotel Gatewater? Der Page scheint nicht da zu sein. Hä? Das Geräusch von laufendem Wasser in der Dusche. Hatten wir das nicht schon? La-di-da, money-making, I got the money-making blues. Da dir mächtig Spaß beim Bart putzen. Oder er schrubbt sich was anderes. Wer weiß. Ich glaube, da ist nichts mehr zu holen. Schade. Kann ich da noch die gute May in der Strafanstalt sehen? Nö. Sie wird offenbar immer noch verhört. Ich glaube nicht, dass sie heute noch sprechen kann. Dass ich sie heute noch sprechen kann. Sprechen kann sie ja, das wissen wir. Sie hat ja schon im Gericht laut genug herumgeplärrt. So, jetzt ist nur die Frage, gehen wir zu Marvin oder gehen wir Red, White, Blue, Yellow? Gehen wir mal zu Marvin. Ach, der Arme. Immer noch so leicht depressiv. Gut, das haben wir schon alles. Dann präsentiere ich ihm mal den Zeitungsausschnitt. Vielleicht sagt er was dazu. Ich denke, das könnte auch im Fall was Wichtiges sein. Guck mal. Das habe ich in Mias Akten gefunden. Sie hat also gegen Red White ermittelt. Wie ich mir dachte. Nun, wenn Sie ihn herausfordern möchten, können Sie das im Gericht vorzeigen. Oh ja, das mache ich. Keine schlechte Idee. Gut, das hat mir sehr viel weitergeholfen. Auf jeden Fall guckt er schon mal etwas fröhlich aus der Wäsche. Ich denke, sonst zum Quatschen ist nichts Neues dabei, nö. Untersuchen, verschwinde mal. Wingardium Leviosa. Ist da was Neues dabei? Ich glaube eher nichts. Kommt mir so neu vor. Ein Tisch für Kundengespräche. Ein elegantes Ebenholz-Etui. Und, wenn ich mich nicht irre, ein Feuerzeug aus massivem Gold. Man könnte sagen, hier hat jemand viel zu viel Geld. Jupp.
viel zu viel Geld, das er eigentlich nicht besitzen sollte. Wäre schon krass, wenn es das Geld wäre, das er noch von Red White hat. Allerdings weiß ich nicht, wie viel und ob das 15 Jahre hält bei so einem Krysus, der so viel Geld rausschmeißt. Nur was seinen Klienten anzugeben, finde ich schon etwas krass. Und apropos krasse geldgierige Säcke. Hallo Mr. Red White. Nun, Sie sind aber beharrlich. Tut mir leid, aber ich muss Sie etwas fragen. Herr Rechtsanwalt, ich verabscheue es wirklich, mich wiederholen zu müssen. Aber irgendwie hat es immer noch nicht, haben Sie es immer noch nicht kapiert. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn Sie meine Geduld weiter strapazieren, könnt Ihnen etwas zustoßen. Der hat immer noch die Schlagringe an. War das einigermaßen deutlich? Gott, ist das creepy. Glasklar. So, erstmal will ich trotzdem mit dir quatschen. Frau May, die Mordnacht ohne Erpressung. Hatten wir das nicht schon? Ich weiß nicht. Untersuchen, verschwinde mal. Da ist auch nichts Neues. Gut, das Bild, das hatten wir schon. So, hat er nur gesagt, dass er das Bild schon länger hat und den Ausschnitt präsentieren, das lasse ich mal. Ich glaube, das kann ich erst vor Gericht machen. Ich will nicht jetzt schon meinen Pokerface ausspielen. Mein Joker. So sagt man dazu. Also quatsche ich erstmal über ihn mit Frau May. Auch wenn ich glaube, das hatten wir schon, aber... Nö. Ich glaube, über April May müssten wir nicht mehr reden. Ich muss dem Kerl ordentlich zusetzen. Schnell. Hm? Was ist los? Sie scheinen erschüttert zu sein. Bei dem Mordnacht wird wahrscheinlich dasselbe Spiel sein. Dieser Typ ist ein Profi im Einwickeln von Leuten. Ich muss diesen Kerl schnell und gründlich zusetzen. Hören Sie damit auf. Ihr wütender Blick macht mir Gänsehaut. Okay, jetzt nur extra, damit ich ihn noch weiter nerve. Es ist sinnlos, einem so verlogenen Menschen eine ehrliche Frage zu stellen. Ich brauche Beweise, die ich als Munition benutzen kann. Was ist los? Klebt mir etwas im Gesicht? Ne, außer deiner hässlichen Fresse gar nichts. Aber ja, das sind meine Augen, meine Nase, mein Mund. Aber natürlich spaß ich. Sie müssen ihre Heiterkeit nicht unterdrücken, mein Freund. Es ist in Ordnung, sich meinen Sinn für Humor hinzugeben. Ich werde sie trotzdem achten. Gott, das ist echt creepy. Okay, versuch's einfach mal. Wenn er es noch nicht zeigen kann, wird er es schon sagen. Aber, was sagst du denn da dazu? Das ist der einzige Hinweis, den mir hinterlassen hat. Gut, die kann man nur im Bericht, im Gericht sagen. Ich sollte ihn wohl besser nutzen. Herr White, sehen Sie das? Sorry, das war die falsche Stimme gerade. Ich war ein bisschen verwirrt gerade. Ein Artikel über den Selbstmord eines Politikers. Hat geheime Regierungsgelder unterschlagen. Eines Tages wurde es der Presse gesteckt. Am nächsten Tag nahm er sich das Leben. Und was hat es mit mir zu tun? Ich habe diesen Artikel in Mias Büro gefunden. Frau Mia? Sie hat eine Akte voll mit solchen Artikeln. Auf jedem dieser Artikel stand ein einziges Wort als Titel. White. Herr White, ich weiß, was Sie den Politiker angetan haben. Bestochen, beschattet, erpresst. Guckt mir alles ein bisschen bekannt vor gerade. Man kann eigentlich relativ alles sagen, ich denke eher... Erpresst. Sie haben ihn erpresst. Erpressung? Und nicht nur ihn. Sie haben hunderte andere bedroht und genötigt. Sie waren in allen Selbstmordfällen beteiligt, die Mia untersucht hat. Diese Firma ist auf Erpressung spezialisiert. Ich habe recht, nicht wahr? Was für eine bizarre Anschuldigung. Herr Wong. Wrong. Was soll das sein, was Sie da machen? Gegen mich ermitteln? Nein, nein. Ich glaube nicht. Sie sollten den suchen, der Frau Mia getötet hat. Interphone. Ist das so eine Art Intranet? Büro des Sekretärs. Hallo? Herr Wong wird uns jetzt verlassen. Ja, Sir. Ich schicke Ihnen sofort jemand. Augenblick noch, Herr White. Hm.
Sie liegen falsch. Sie liegen falsch, Herr White. Wie bitte? Ich sollte Sie jetzt zur Strecke bringen. Was genau wollen Sie andeuten? Mia ist Ihnen auf die Schliche gekommen. Sie hatte Sie im Visier. Deswegen ließen Sie April May Mias Telefon anzapfen. Dann wurde Mia ermordet und auf mysteriöse Weise kamen alle Dokumente über sie weg. Also wäre der Täter... Tja, wer wäre das wohl? Jedes Kind käme darauf, Herr White. Sie haben es getan. Büro des Sekretärs. Wir brauchen keine Begleitung für Herr Brom. Verbinden Sie mich stattdessen mit dem Büro des Staatsanwalts. Was hast du jetzt vor, Kollege? Natürlich, Sir. Einen Moment, bitte. White, sind Sie das? Was soll das? Mich zu so einer Zeit anzurufen. Hallo, Herr Oberstaatsanwalt. Oh, fuck. Ja, der ist noch eine Stufe höher als unser guter... Grossberg. Gott, der kann mir ziemlich einen Ärger machen. Ich habe es mir überlegt. Ich möchte ihn morgen aussagen. Jetzt ist er im Spiel. Was soll das jetzt? Der Fall Mia Fey. Ich war Zeuge des Mordes. Verstehen Sie? Deshalb würde ich, als sehr wichtiger Zeuge, gerne aussagen. Das kann jetzt spannend werden. Was? Warum das jetzt? Hatten Sie nicht gesagt, Sie wollten nicht vor Gericht? Still jetzt. Hab doch gesagt, ich hätte es mir anders überlegt, oder? Ach, und noch was. Schicken Sie sofort die Polizei her. Der Mann steht direkt vor mir. Er sieht benommen aus. Könnte aber gewalttätig sein. Was? Welcher Mann? Hören Sie überhaupt zu? Der Henker. Der Attentäter. Der Killer. Der Mörder, Alter. Was? Herr White, es sind wieder eine von diesen... Herr Oberstaatsanwalt, ich denke, Sie sind nicht in der Position, mir gegenüber Ihre Meinung zu äußern, oder? Ich sage Ihnen, dass Sie die Polizei schicken sollen. Sofort. Ach du Scheiße. Was für ein fieser Sack. Habe ich es Ihnen nicht gesagt, Herr Brown? Sie sind bloß ein Anwalt. Genau wie Madame Mia. Wie können Sie es nur wagen? Ich werde mit dem Finger auf Sie zeigen und Sie werden des Mordes an mir angeklagt. Der Fall ist so gut wie durch. Kein brauchbarer Anwalt wird Sie verteidigen. Ich habe Freunde bei der örtlichen Anwaltskammer. Sie halten den dermaßen unfähigen Anwalt, dass Sie selbst noch kompetent erscheinen. Dass selbst Sie noch kompetent erscheinen. Ich... Ah, mir schwindelig. Wo kommst du denn auf einmal her? Inspektor Gamshow, zu Diensten, Sir. Ah, Butz. Harry Butz, oder? Right, eigentlich. Phoenix Wright. Und mein Freund heißt Larry. Ach, richtig. Sorry, Kumpel. Butz war der Mörder, richtig? Ich hoffe, du vertrittst mich nicht, das wäre schon ziemlich witzig. Inspektor Gamshow, dies ist der Mann, der von mir Faye getötet hat. Was? Nehmen Sie diesen ekelhaften Menschen in Gewahrsam. Leben Sie wohl, Herr Brown. September 15:37 Uhr. Strafanstalt, Besucherraum. Oh mein Gott. Das ist echt ein ziemlich fieser Sack. Um das Ganze dann weitergeht und ich denke, Strafanstalt, Besucherraum, gut, wir sind nicht vor Gericht. Außer zumindest mal der Tag, an dem das Gericht stattfindet, soweit ich noch informiert bin. Und ich bin einfach mal sehr gespannt, wie das Ganze dann weitergeht. Vor allem, wenn Herr Red White von Blue Corp mit seinem lila Horn im Gericht ist, wie wir ihn dann im Kreuzverhör auseinandernehmen. Ich habe schon ein bisschen Angst davor, aber irgendwie wird das schon klappen. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Phoenix White Ace Attorney. Ciao!